Alles, was da oben rauskommt, ist nur noch Luft und Wasser. Wir haben heutzutage zum Glück eines der besten Filtersysteme aller Zeiten. Rausgefiltert werden Schadstoffe wie Blei und Cadmium. In Deutschland verfügen wir über ein sehr gutes Recycling-System. Und trotzdem bleibt am Ende was übrig. Und das muss verwahrt werden. Und der beste Ort, den wir zurzeit kennen, sind die Salz- und Kalibergwerke, in denen das Ganze sicher aufbewahrt wird. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Mein Name ist Kjell Fiedler und ich bin natürlich kein Grubensteiger, sondern Schauspieler. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich auch noch nie in meinem Leben in einer Grube. Das Einzige, wo ich mal war, war in Sachsen-Anhalt in der Baumannshöhle. Aber ich habe total Lust, mich in dieses Thema einzuarbeiten. Und wenn der Jan Heilig es schafft, mich so zu briefen, dass, da hätte ich total Lust auf den Job.